Happy Birthday, Shakes and Fidget. Und damit geht's weiter. Wir haben ein super geiles Fünfer-Event. Wir haben hier den Typen mit dem dicken Eierkopf, die Eule, die Bücher. Das spricht dafür, dass wir doppelte XP bekommen. Dann haben wir hier auch überall Gold, Gold, Gold dran zu stehen. Das heißt, wir kriegen fünfmal so viel Gold für Stadtwache und unsere Questbelohnung. Dann haben wir hier noch die zwei netten Herren mit ihrer epischen Rüstung, was dafür steht, dass wir eine erhöhte Chance auf Epics haben. Und dann müsste hier noch irgendwas sein, was aussieht wie Pilz-Event oder Raritäten des Waldes. Ich weiß jetzt aber gerade nicht, welche Zeichen. Ich glaube, hier, da die Pilze könnten dafür stehen. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Von daher auch egal, wir können zumindest Raritäten des Waldes finden. Jeder, der mein Inventar gestern gesehen hat, weiß, da hatte ich noch kein Holz vor der Hütte und Steine. Ich habe auch schon ein paar eingesetzt, weil sonst wäre es zu voll geworden. Aber wir haben hier ein bisschen was, können wir auch gleich mal einsetzen. Für alle, die es noch nicht wissen, es gibt eigentlich mit jedem Stein und Holz immer die Hälfte von dem, was in euer Lager von eurer Holzfällerhütte oder Steinbruch passt. Von daher müssten wir, wenn wir jetzt das Holz reinziehen, hier 15 1 haben, testen wir mal. So, 15,1. Da haben wir es. Und beim Stein müsste es 100.000 hinzukriegen. Das heißt, wenn wir beide Steine reinziehen, sind wir bei 18 Mille. Und zack, ihm voll einen Stein in die Fresse geworfen und sind jetzt bei 18 Mille. Sehr schön. So muss das laufen. Und trotzdem glaube ich, dass es mit den Steinen echt eng wird. Wir können ja mal gucken. Wir haben noch 12 Tage Zeit, um, naja, da brauche ich meinen Taschenrechner, ich bin in Mathe so schlecht. 54 minus 18, da sind wir bei 36 Millionen, die wir noch in etwa brauchen. Und eigentlich kriegen wir ja fast nur etwas durchs Glücksrad und halt so. Und das wird echt ein bisschen knapp. Wir können ja gleich mal am Glücksrad drehen und mal gucken, was da so Schönes rauskommt. Aber ich glaube nicht, dass das ausreichen würde. Es müssten ja so 2 Millionen pro Tag sein. Oh, da gab es ein paar Handschuhe, sehr schön. So, und Quests sind natürlich heute bei diesen Events immer besonders knifflig, weil einerseits gibt es ja doppelte XP, andererseits auch fünffach Gold. Was nimmt man da? Ich bin tendenziell einer, der lieber auf XP gibt, besonders da Gold gecapped ist. Und da gibt es mehrere Caps. Das 10 Millionen Cap ist offensichtlich, aber es gibt auch noch ein paar andere Caps, zum Beispiel bei 2,5, bei 5, 7,5 und manchmal auch so 3,3,3,3,3, 6,6,6,6,6 steht dann hier. Das ist dann immer schon gecapped, da muss man dann aufpassen. Also hier zum Beispiel, die Quest könnte viel mehr Gold haben noch als hier ist. Von daher würde ich die erstmal nicht annehmen und gibt halt auch nur 5 Millionen XP, das ist nicht viel. Weil das hier mal vergleichen, die dauert halb so lange und gibt uns also wenn wir zweimal die Quest machen würden, würden wir 14 Millionen Gold haben. Und knappe 6 Millionen XP und das ist viel besser wie die hier. Von daher vergleichen wir es nochmal mit der hier. Die ist anderthalb Mal besser. Wir wurden aber, hier sind wir schon bei 3 Millionen. Also gibt die hier 2 Millionen XP mehr. Und noch 2 Millionen Gold. Ach, wir riskieren einfach mal was und nehmen die kurze Quest, oder? Ja, wir nehmen die kurze. Wenn man zu lange überlegt, ist auch nicht schlecht, weil man kriegt ja auch für die Stadtwache immens viel Kohle. Darf man ja auch nicht vergessen. Ich habe dann heute gleich nach 0 Uhr kurz was abgeholt und danach, und ihr seht ja schon, ich habe mal heute das Gold noch nicht ausgegeben. 288 Millionen. In Worten viel. So, mal gucken. Und hier verlieren wir die ganze Zeit. Wir müssen unbedingt mal ein bisschen was skillen. Dungeons habe ich mir jetzt erstmal überlegt, nachdem ich irgendwie heute zwei Brombeeren gefunden habe und morgen auch wieder Schatten dran ist und da mindestens nochmal drei zum Füttern sind, probieren wir jetzt erstmal weiterhin den Ninja, weil das ja auch das Pet ist, auf das wir dann wechseln wollen. Und es ist eigentlich schaffbar, wenn wir einen richtig sauberen Try haben, wo wir nicht einmal gerettet werden, der aber jedes Mal. Könnte er fast schon liegen, aber das wird halt verdammt eng. So, da wollte ich erstmal noch schnell ein paar Lucky Coins holen. Sorry dafür, aber ich brauche einfach ein paar Lucky Coins, bin da total geil drauf. So, und jetzt können wir am Glücksrad drehen. Wie gesagt, wir gucken, wie viel Gold, wie viel Stein wir da jetzt raus. Es ist wirklich so viel heute. Tut mir leid, wenn ich da ein bisschen hektisch und durcheinander rede.
Ringe, sehr cool, die können wir heute ins Klo werfen. Stein, also ein kleiner gibt 540, dann müsste ein großer 1.080.000 geben. Mal gucken, ob das hinkommt. Also Holz lassen wir mal einfach draußen vor. Wichtig ist, XP gibt heute auch hier am Glücksrad doppelt so viel. Wie ihr seht, das waren bei mir sonst immer 400.000. Und ein Helmchen und große Steine. Okay, 1,8. So, das heißt, wir kriegen 1,8 Millionen, was ja richtig gut ist, wenn wir einmal auf das große Feld kommen. Ihr wisst ja, also die öfters die Folgen kommen, wissen es, wir haben 10 Felder, die Chancen, auf jedes Feld zu kommen, sind exakt 10%. Wir können 20 mal drehen, das heißt, zweimal kommen wir aufs große Feld, zweimal aufs kleine durchschnittlich. Und das heißt dann nach Adam Riesling, wir kriegen genau 3, noch was Millionen, genau rechne ich es gleich mal aus, jetzt erstmal Rucksack voll. Haben doch mehr Items wie gedacht. Das Ding kommt erstmal hier rein. Und dann. Wo ist, hier muss dann noch irgendwo so ein billiges Item sein. Genau, die Handschuhe haben wir noch erdreht. Die können auch gleich weg. Ja, und der Helm kann auch weg. Und der. Also alles, was unter 2 Millionen ist, haue ich weg, weil die anderen Sachen, die hebe ich mir erstmal noch auf, wenn die dann halt da in den Hexenkessel können. So, jetzt drehen wir erstmal hier schnell zu Ende. Ist ja nur noch ein Dreh. Zack. So, wir haben 1, 0, 40, also 1,404 Millionen mal 3, weil zweimal kann ja das Kleine kommen. Ja, dann darf man das natürlich auch den richtigen Knopf drücken. Mal 3 natürlich. Also das können wir pro Tag bekommen. Wir können jetzt, wie oft können wir denn jetzt noch drehen? So, hier an dem Tag haben wir schon gedreht. Wir gehen noch 12 Tage runter. Muss ich mal kurz meinen Kalender aufmachen. Hoffe, ist noch mit drauf. Also hier am 26. noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Mal können wir noch genau drehen, weil ich vergesse mir nicht gerne immer den letzten Tag, weil den können wir ja auch noch. Also exakt 12 Mal können wir noch drehen. Das heißt hier mal 12 zig. 37,4 Millionen Stein können wir noch bekommen. Wenn wir das jetzt hier plus 19, nee, da können wir schon 700 draus machen, glaube ich. Rechnen, sind wir bei 57 und ein paar Zerquetschte. So, schnell die nächste Quest angenommen, dann rechnen wir weiter. Ui. Die ist schon besser vom XP-Wert her. So, genau, Kalki, Rechner hier. Also das heißt, wir könnten es doch noch packen, wenn wir jeden Tag jetzt ordentlich Glück haben und unseren Stein Zoll bekommen. Und dann kommen ja noch ein paar Steine dazu als Puffer, die wir jetzt hier bekommen durch unseren Steinbruch. Das sind ja auch nochmal 9.750 pro Stunde minus das, was wir für die Edelsteinmine brauchen. Da geht ja auch einiges an Stein drauf. Also wir könnten es schaffen, wenn wir natürlich nicht angegriffen werden. Und das ist echt unwahrscheinlich, dass uns jetzt, also so langsam müsste mal jemand angreifen eigentlich. Aber das sage ich ja irgendwie schon seit 3 Festungsausbauten. Naja, gucken wir mal. Vielleicht klappt es ja echt. Wäre auf jeden Fall verdammt cool. Also Holz, da brauche ich nicht rechnen. Also das klappt auf jeden Fall. Da hatten wir ja eh schon das Lager voll und die Akademie hat auch viel weniger Holz gekostet wie Stein. Von daher ist da alles jetzt in Butter. Mensch, hätte ich ja nicht gedacht. Also gestern habe ich mir darüber gar keine Gedanken gemacht, aber es könnte echt noch passen. Und wir kriegen ja jetzt auch noch ein paar Steine bei dem Raritäten-Event, was ja jetzt dieses Wochenende ist. Und das Ding, warte mal, was haben wir denn nächstes Wochenende? Dieses Wochenende wäre ja eigentlich Gold-Event, das heißt nächstes Wochenende ist nochmal Raritäten-Event. Und durchschnittlich finde ich so bei 320 Alu so dreimal einen großen Stein. Das heißt, da kriege ich nochmal 300.000 Stein extra, was ja im Endeffekt dann bei 2 Tagen schon mal einen Puffer bildet von man verpasst einmal einen kleinen Stein oder so. Also von daher bin ich zuversichtlich, dass es noch klappen könnte mit Festung 20 am 7.7. um 13:54 Uhr. Mal gucken, ob das alles so läuft, wie geplant. Vielleicht wäre ich auch jetzt geplündert, angegriffen und bin dann total am Popo. So, das war das. Dann haben wir natürlich auch noch Pets, Pets, Pets. Da habe ich heute Morgen auch schon ein paar Kämpfe gemacht.
waren jetzt nicht sonderlich spannend, waren halt hier meine üblichen Abwehrkämpfe, kann ich ja mal schnell mal im Durchblick sagen. Hier, schön gewonnen. Ah, naja, okay, im Schnelldurchlauf bringen die eigentlich auch nichts. Dann gucken wir uns die mal nicht an, gucken wir uns lieber den nächsten Petkampf an. Weil Wasser gegen Licht müssen wir da kämpfen. Wir sind ein bisschen höher, wir haben auch 14 Pets, sollte eigentlich klappen. Und unsere Lichtpets sind mittlerweile so, dass die hier in etwa gleich stark sind. Wir gucken hier 80.000 Schaden und 2 Millionen Leben. Hier macht ein bisschen mehr Schaden, hat aber auch weniger Leben, ist ja auch ein Magier, ist ja klar. Hat natürlich den großen Vorteil, kann nicht, also der Gegner kann da auch nicht ausweichen oder blocken. Was ja hier bei dem Krieger schon passieren kann. Von daher ist es eigentlich so, als hätte ich jetzt hier in etwa zwei gleich starke und die sind ja auch schon recht hoch. Also hier mit 14, mal gucken, der hat nur die 11 Wasserpets. Mal gucken, wie bin ich bei Wasser? 11, das heißt, er ist maximal hier bei dem Seepferdchen. Vielleicht hat er ja auch auf das Seepferdchen gewechselt. Aber selbst wenn der das Seepferd jetzt auf Maximum hat, können wir mal vergleichen. Also hier sind wir schon auf 94. Und das hat Hauptattribute jetzt so 5600. Und hier sind wir bei 5200. Ah, okay, könnte dann doch eng werden, wenn der so hoch ist. Wir schauen es uns einfach mal an. Wir haben ja eh keine Wahl. So, hier, okay, da hat er schon mal Level 7 und Level 8. Okay, dann hat er, kann er die anderen nicht ganz so weit gelevelt haben. Hier 100, damit sind schon 116 von den 100, was hat er gehabt? 189 oder so. Sind davon schon mal weg. Und dann gucken wir mal hier. Hier hat er alle auf 1 gelevelt. Oh, er hat sogar noch ein Pet weiter wie das Seepferdchen. Aber hier 67 und ist von den Werten her auch noch ein bisschen schwächer wie meins. Also sollten wir eigentlich nach Hause bringen, genau. Sehr schön. Und da haben wir noch ein Fläumchen Reserve für morgen dann gleich zwei Stück. Das ist schön. So, der nächste wäre da schon ein bisschen kniffliger mit 210. Aber bis jetzt halte ich mich hier noch recht wacker, auch in der Ehrenhalle. Ich muss ja kurz mal meinen langen Penis zeigen. Hier bin immer noch auf Platz 1. Mit 65 Pets bin ich hier auch so ziemlich gut dabei bis jetzt. Ja, kann man eigentlich sich nicht beschweren. Hat bis jetzt keiner mehr. Aber halt einige sind hier so ein bisschen mehr auf den Fersen. Von daher brauche ich neue Pets. Ja. Dann, jetzt hat mich der Chat so ein bisschen abgelenkt. Genau, neue Pets. Und das nächste wäre halt das Schattenpad hier unten. Da können wir mal kurz reingucken. Feuer, Wasser, Erde, Licht, Schatten. Natürlich immer genau der letzte Tab, auf den man klickt. So. Denn hier das Ding können wir ja nur Halloween finden. Dauert noch ein bisschen. Und den hier, der wird dann höchstwahrscheinlich auch nicht wieder eine hundertprozentige Find-Chance haben. Sondern ein paar Mal öfters die Quest machen. Aber ich würde den denn doch schon gerne freischalten, weil je eher ich den freigeschaltet habe, umso eher kann ich dann auch den aufhören zu füttern und dann vielleicht schon das Futter sparen, selbst wenn ich nicht am ersten Tag finden sollte. Und ihr habt es ja gesehen, heute ist noch ein bisschen knapp, aber vielleicht finden wir noch eine Brombeere. Morgen können wir dann den auf jeden Fall hier auf 86 hochfüttern und dann sollten die Chancen schon höher stehen, den zu legen. Der nächste. Ich glaube es nicht, dass wir den schaffen. Ist Stufe 17 und ich glaube, also hier ist der 17. ist dann nochmal ein bisschen stärker. Also ich wechsle dann, glaube ich, lieber mit Sicherheit auf den Ninja. Das ist auch okay. Da haben wir dann hier, naja, 5 Pets. Das sollte dann erstmal ausreichen, dass wir mit dem Ninja dann hier durchziehen können. Hoffe ich zumindest. Ich kann ja nochmal ausrechnen in der Excel-Tabelle. Da gibt es ja nochmal so eine kleine Übersicht. Kann ich ja dann mal in Ruhe machen und da können wir das ja mal morgen gucken. Heute haben wir erstmal noch ein paar andere Sachen zu tun, weil, wie ihr seht, ich habe hier auch noch ein paar Edelsteine. Aber erstmal kontrollieren wir nochmal unser Petfutter. Wasser ist voll. Licht haben wir zweimal gefüttert. Erde, kloppdiwupp, hat heute die 1 Million Marke Lebensenergie überschritten. Fand ich sehr toll, bin ich sehr froh drüber. Schatten hatte ich ja gerade gesagt, zweimal gefüttert und Feuer ist auch voll gefüttert heute. Also von daher war es recht gut heute. Aber hier zwei Edelsteine, sogar einen kleinen noch aufgehoben, weil der für einen kleinen recht gut ist. Der hier ist für einen großen recht schlecht. Hatte ich ja gestern schon gesagt, konnte ich trotzdem hier einsetzen. Würde mir 4 Geschick mehr geben. Allerdings habe ich festgestellt, bis zum nächsten Epic-Event hatte ich ja noch gar nicht die Tränke voll, weil das beginnt am 16.07. Und ich habe ja gerne immer meine Tränke voll, dass die bis zum nächsten Epic-Event reichen. Von daher müssen wir hier erstmal ein bisschen blättern.
um nochmal zwei Ausdauertränke zu finden. Und vielleicht gibt es ja auch ein Epic nebenbei. Aber erstmal gibt es einen Geschicktrank und keine ordentlichen Items. So. Wow. Wirklich, wow. Das ist ja mal richtig gut. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Plus 15. Mann, coole Sache. Kaufen wir auf jeden Fall. Und also eigentlich wollte ich auch nur heute ein Epic kaufen. Das war mein Ziel. Mehr will ich nicht, weil sonst mein Inventar wird dann wieder voll. Hatte ich ja schon gesagt, aus dem Grund, ich will hier noch eins ins Klo reinwerfen. Und dann sind wir hier genau auf 400. Und dann kann ich den Rest mit Edelstein voll machen, weil die geben ja immer 30 Aura. Und dann passt das genau. So, aber trotzdem müssen wir jetzt noch weiter blättern. Dann mal kaufen wir den Trank noch. Der hält bis 24.8. Ja, irgendwann müssen wir eh die Tränke holen. Können wir auch jetzt machen. So, komm, mal noch ein Ausdauertrank. Da haben wir den. So, 13. Könnte ja eigentlich schon reichen, weil es sind ja noch 2, 3 Wochen. Da könnte ja auch so durch Zufall noch ein Ausdauertrank kommen. Ja, hier, den kaufen wir auch mal noch. So. Da haben wir sie. Sind wir so gleich hier. Drei Tränke. Sehr schön. Und dann war es das. Aber ich bin da überlegen. Blätter. Höre ich jetzt auf? Aber wir haben eigentlich so viel Plätze im Inventar frei. Wie viel Alu haben wir denn noch? Aber wir haben auch nur noch 5 Bier. Ich blätter mal einfach bis 14,50 hier im Waffenladen. Weil ich würde doch schon gerne eine Brust noch für meinen Begleiter finden. Besonders für den Kundschafter, für die Kunigunde. Aber halt muss ein Sockel haben. Hier, das Ding wäre besser. Würde allerdings auch 10 Millionen Gold kosten und keinen Sockel. Ich glaube, da hat die hier noch was Besseres drin, oder? Ja, da ist der besser. Der hat einen. Ist ja der Sockel fast so gut wie der ganze Gegenstand. Nee, den kaufen wir auf jeden Fall nicht. Und wir wollen ja auch nicht unnötig viel in die Toilette werfen. So, 7 Mal haben wir noch. Und kommt noch was? Noch 3 Mal. 2. 1. Und das letzte Mal kam nichts. Ja, wir blättern trotzdem noch. Ja, aber eigentlich will ich ja nicht blättern. Oh, ey, das ist aber einfach immer so eine Sucht hier. Ey, das ist total schlimm. Kennt ihr das? Die Leine liegt für euch und ihr wollt sie nicht ziehen, aber trotzdem, nee, ich habe sowas noch nie gemacht. Nee, lasst die Finger davon. Drogen sind nicht gut, okay? So, plus 6 Schaden wären bei Waffen auch drin. So, wir haben ja auch 2 Sockel hier, noch ein Glücksding. Man sollte sich auch vorher gesteckte Ziele nicht überschreiten, aber es. Aber hier, der Gegenstand war so gut. Ich wollte doch aber eigentlich. Das bringt doch auch gar nichts zu blättern. Warum blätter ich? Weil ich jetzt einen Helm finde mit Sockel. Okay. Dann tauschen wir den auch noch aus. Und damit haben wir jetzt 2 Epics. Mal gucken, wenn wir den jetzt hier unseren Begleitern geben. Oder gucken wir mal die Items, die hier unser Begleiter hat. Sind die klofähig oder nicht? Ah, okay, den einen können wir sowieso gleich ins Klo werfen, von daher passt es doch jetzt sehr, sehr gut, so wie es ist. Weil der hier schon mal gespült wurde. Und trotzdem geschickt rauskam. Wie soll ich jetzt den hier? Habe ich schon den Helm gewechselt? Genau. Den habe ich aber noch nicht verzaubert. Da muss ich erstmal noch, da warten wir erstmal noch. Weil die 10% XP würde ich doch mal noch gerne mitnehmen. So, also wäre es jetzt klug, aufzuhören zu blättern. Also ihr kennt das. Ihr steht in der Spielothek, habt gerade alles auf Rot gesetzt, gewonnen und sagt, jetzt müsste man gehen. Aber man denkt, wenn jetzt nochmal Rot kommt, dann kann ich es nochmal verdoppeln. Na, plus 3, viel mehr Rüstung. Eine Brust wäre echt noch schön. Wir blättern noch runter bis auf 1400. Und gucken mal, was dann passiert. So, noch 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Da hätten wir uns gerade 14 Filze sparen können. Aber ein Epic. Ja, stimmt, wenn eine Brust kommt, die können wir auch noch reinsetzen, ohne dass die einen Platz wegnimmt. Komm, 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 wir blättern, 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 blättern und blättern. Ich hätte aufhören sollen, wo es am schönsten war, ey. Mann, 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 Mann. Ach, ein Gürtel. Ein guter Gürtel, allerdings
ohne Sockel, von daher Epic zweiter Klasse, bringt uns nichts. Aber noch ein Edelstein. Hier, guck da, was nochmal an Stein da auch immer drauf geht, wenn man da mehrmals am Tag sucht. Wie gut ist denn der Stein? Mann, ist der schlecht. Haben die wieder irgendwie aus der Gilde geschmissen? Nee. Boah, ey, krass, wie schlecht der ist. Ja, aber nur um es ins Klo zu werfen, gebe ich keine 15 Pilze aus. Ah, wir können ja die 15 Pilze hier nochmal verblättern. Wir blättern bestimmt sowieso weiter. Nein, da haben wir was. Ist schlechter an. Ach nee, ist nicht schlechter an allen. Hat nur einen super Sockel drin. Also ist besser. Nehmen wir. So. Und jetzt können wir erstmal hier ein paar Müll-Items verkaufen. So, der Gürtel, der kann noch ins Klo. Mal gucken, wie sieht es bei unserem Begleiter aus. Da war der Gürtel, glaube ich, auch noch nicht in der Toilette. Nee. So. Dann liegt das Ding mal wieder an. Aber ich würde gerne eine Brust. Aber nur für die Brust wäre noch irgendwas anderes, was irgendwie unbedingt. Wir haben jetzt schon den Helm. Aber stimmt, wir wollten eigentlich die Dreier-Epics loswerden. Und da wäre es ja schon mal schön. Und da haben wir jetzt ein neues Dreier-Epic gekauft. Bis wohin wollte ich eigentlich nochmal blättern? Habt ihr euch gemerkt? Ich habe es, glaube ich, vergessen. So, und da blättern wir. Und da haben wir eine Brust, die wir kaufen müssen. Ist allerdings wieder ein Fünfer-Epic, was ich nicht ganz so schön finde. Allerdings nehmen wir sie mit und hören jetzt auf. Wir haben hier wieder ordentlich verblättert, aber. Dafür haben wir das, was wir wollten. Wir wollten eine neue Brust. Schöne neue Nippel sind dran. Können hier auch durchgucken. Hat ein bisschen weniger Rüstung. Reicht es dann aber fast mit dem Helm aus. Und dann ist das alles schick. Legen wir auch gleich mal am besten unser neues Equipment an. Drei neue Items? Ne, vier sogar. Und nur drei Sockel. Nein! Und ich, Depp, habe vorhin noch einen kleinen gelben Sockel weggeschmissen. Um Platz im Inventar zu kriegen. Aber ich dachte, hey, ich blätter doch nur zwei, dreimal. Aber naja. So, das Ding hier. Ja, also der verbessert mich ja erstmal am meisten. Genauso wie das Ding hier. Und dann haben wir noch ein drittes. Dann ist die Frage, Gürtel oder. Ja. Dann doch lieber erst den Helm, weil hier verlieren wir auch ganz viel Rüstung. Dann nehmen wir erstmal den Helm und packen den Gürtel mal nach hier oben. In die Toilette kommt. Ach nee, die Brust kommt ja gar nicht in die Toilette. Wir kleiden jetzt erstmal unseren Begleiter ein. Der kriegt die Brust, genau. Und den Helm. Kette. Und den Gürtel heben wir noch auf. Genau. So ist das alles richtig. Und irgendwas, genau das Ding hier, konnten wir dann gleich erstmal auch verkaufen. So. Und die heben wir uns hier noch auf für die Toilette. So, dann haben wir jetzt zwei Epics, die in die Toilette müssen, wovon wir nur eins in die Toilette werfen dürfen. Ach, wann ist das nächste Epic-Event? Mal kurz rechnen. Nächstes Epic-Event ist in 3 Wochen, hatten wir gesagt, am 16. So, wir haben. Tut mir leid, Mathe. So, jetzt können wir erstmal für heute was reinwerfen. Was werfen wir heute rein? Den Gürtel nicht, also wir werfen den Helm rein. Ja, genau. So, den kriegt erstmal der Krieger. Oder wir gucken. So, hat weniger Stärke. Okay, das ist aber ein 528er, der hier hat 500. Hä? Warte mal, ist der echt schlechter? Hat weniger Rüstung. Nee, der ist schlechter, der Helm hier. Oh. Da nehmen wir den doch nicht, da kommt er doch gleich mal weg. So. Ah! Nein, nicht die Quest beenden. Wir haben doch noch gar nicht die Verzauberungsrollen drauf. Machen wir jetzt gleich erstmal, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen. So, Pilzfund war nicht so schlimm, aber eben haben wir 10% weniger XP bekommen. Und auch die Chance, ein Item zu finden, war hin, aber wir haben ja dafür Holz bekommen, was wir nicht brauchen. So. Hat doppelt so viel Gold und aber nicht ganz doppelt so viel XP.
So, das kommt erstmal hier rein. Ja, die Sockel sind erstmal egal, die machen wir gleich rein. Der Helm kann weg, weil ist ganz schlecht. Und jetzt sockeln wir. Können wir eigentlich ja erstmal, ist ja egal, wo wir die Dinger reinhauen. Hauptsache, wir haben erstmal hier die Sockel drin. Und jetzt seht ihr schon verdammt viel Geschick. Mal gucken, ob das uns nicht ja, so ein bisschen in, wie sagt man das nett, in den Arsch, ja. Weil wir jetzt halt viel zu wenig Ausdauer haben. Da haben wir jetzt ja ordentlich was verloren. Wir waren ja schon mal, glaube ich, auf 42 Millionen und jetzt wieder ordentlich runtergefallen. Haben leider, leider kein Fünfer-Epic mit einem Dreier-Epic-Austausch können, aber zwei Fünfer-Epics mit Fünfer-Epics. Hallo? Naja, jetzt haben wir erstmal wieder 2, 3 Wochen Zeit und wir schaffen es ja, genau, wir wollten jetzt ja rechnen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Epic-Event schaffen wir es bis dahin wieder die Klo-Aura voll zu kriegen. So, wenn wir jetzt jeden Tag einen Edelstein, haben wir jetzt natürlich keinen zum Vorzeigen, hier reinwerfen, haben wir, nehmen wir einen Rechner, 600 geteilt durch 30, 20 Mal müssen wir es reinwerfen, also 20 Tage. Und das nächste Epic-Event ist in 7, 14, 21 Tagen, oder? Ah, warte, jetzt müssen wir nochmal genau rechnen. Hier ist ja der erste Tag. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also Freitag wäre der letzte Tag, wo wir dann was reinwerfen. Und Sonnabend wäre Epic Event. Das heißt im Umkehrschluss, wir müssen jetzt diesen Gürtel echt 20 Tage bei uns im Inventar mit rumschleppen, bis wir ihn sinnvoll wieder einwerfen können. Oder wir müssten jetzt halt noch 2 weitere Epics abblättern. Mann, Mann, Mann. Schwere Frage. Blättern oder nicht blättern? Nee, wir haben genug geblättert, das reicht. Wir haben es jetzt auch schon gesockelt. Ich würde mir sowas von irgendwo jetzt reinbeißen, wenn jetzt hier noch eine Dreierbrust oder ein Dreierhelm kommt und wir dann jetzt schon das Gold und alles ausgegeben haben. So, und jetzt gucken wir mal unsere Begleiter. Sind die jetzt auch ordentlich ausgerüstet? Hier. Alles Stärke, okay, das ist ein Fünfer-Epic, Stärke, Fünfer-Epic, Fünfer-Epic. Hier fehlt noch ein Sockel. Ja, können wir allerdings nicht ändern. Da möchte ich jetzt auch nicht weiter blättern. Warte mal, was hatten wir denn vorhin weggeschmissen? Nee, das war eine Halskette. Hier haben wir plus alles, hier haben wir auch Stärke plus alles. So, hier Geschick, Geschick, Fünfer, Fünfer. Geschick. Also eigentlich muss ich ja nur auf die Schmuckstücke achten, dass da überall auch die richtigen Sachen drin sind. Hier haben wir Intelligenz, alle Attribute und Intelligenz. Ja, sehr schön. Hier fehlen noch 2 Sockel, die müssen wir nochmal reinmachen. Aber es kamen jetzt halt keine großen Intelligenzsteine. Der ist jetzt erstmal super ausgerüstet. Der Krieger auch bis auf hier unten, aber dafür ist das Ding so recht gut. Wenn wir mal jetzt hier mal im Zauberladen gucken. Haben wir hier was mit Stärke? Okay, das wäre mit Stärke und Sockel. Wurden wir 971 haben? Oh, naja, rechnen wir mit knappen 1000. Und dann noch, na, was haben hier so die Sockel? Also plus 500, also 1500 könnten wir insgesamt haben auf Stärke. Da ist es auch hier mit dem Ding erstmal ohne Sockel noch besser, wie ein Nicht-Epic mit Sockel. Ja. Dann können wir jetzt mal unsere Begleiter ein bisschen leveln, weil dafür haben wir ja das ganze Gold gespart. Ich hatte, glaube ich, schon, genau, den Marquard hatte ich schon mal ein Level hochgemacht, das gleich irgendwie um 60.000 hochging. Und wir schauen jetzt mal auf den Schaden. Wir machen 22.000, jetzt 28, 33, 39, 44, 50. Jetzt wären es schon immer 6.000 mehr, na, knappe. Aber es ist schon richtig gut. Uiuiui, der Schaden steigt ordentlich. Also wir machen jetzt 60.000 mehr Schaden mit dem Magier und haben natürlich auch ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Glück hinzubekommen, was glaube ich bei den Gegnern nicht wichtig ist. Da muss ich mal kurz gucken, habe ich die Seite überhaupt schon mal offen? Saß 4m7.de. War es DE? Ja. Shakes and Fidget natürlich.
Und erstmal ein bisschen Zoom. Das kriege ich hier mit meinen chronischen Blindheitsdinger nichts. Oh nee, das war zu weit. Schattenwelt, genau, da wollen wir hin. Und wir kämpfen gerade gegen. War es der Roman? Nee, den hatten wir schon besiegt. Wir sind jetzt bei Bernd, glaube ich. Gucken wir mal. Bernd, bist du da? Bernd, genau. So, Bernd ist 448, 448, mal 20, also wenn wir 9000 Glück haben, haben wir 50% Crit-Chance. Wie viel Glück hat er denn? Welche Spalte war denn hier Glück? Die hier war's. So, Bernd hat. Oh, der hat ja gar nicht mal so viel Glück. Das ist sogar recht gut. Weil, wenn wir uns jetzt unsere Begleiter noch hochleveln, verlieren die da richtig. Also kann er uns weniger oft critten. Wie hoch sind denn hier unsere Begleiter jetzt? Also die anderen noch, die wir jetzt noch nicht gelevelt haben. Gucken wir mal kurz rein. So, 365. Können wir ja mal einfach. Also ihr merkt, ich bin hier total Statistik. So, wie war denn? Glück war einfach. War das jetzt nicht die Glück geteilt durch die Stufe? Gucken wir mal. 4, 7, 9, 6 geteilt durch 3. Ne, 13% Glück. Kommt das hin? Nee, oder? Können wir einfach mal über die Formel rübergehen. Ach, mal 5 noch. Da war der Haken. Also hat er denn doch eine 50%ige Chance? Na, mal gucken. Erstmal die nächste Quest. Na, die gibt gut XP. So. Irgendwo war ich da jetzt gerade schon wieder einen heftigen Denkfehler drin. So, wir können ja mal einfach die 4796 durch 20 teilen. Da müssten wir die Stufe raus haben. Okay, bis hierhin hat er eine 50%ige Crit-Chance, also sind wir höher, also werden wir nicht immer gekrittet und jetzt dann auf jeden Fall auch weniger oft gekrittet, würde ich sagen. Aber 13% klingt echt ein bisschen wenig. Es müsste irgendwas trotzdem, naja, recht hoch noch sein, aber halt nicht mehr 50%. So, was hat er denn sonst noch drauf? Okay, die Nebenwerte hat er halt nicht ganz so hoch. Also hier Stärke und Geschick, das ist gut. Deshalb machen ja unsere Begleiter da eigentlich auch ordentlich Schaden. Also ich ja auch. Aber der haut uns trotzdem oft noch mit einem fetten Crit weg. Aber wenn wir die jetzt aufleveln, dann sollten wir es eigentlich hinkriegen, dass jeder zweimal zuschlägt. Und wenn dann jeder dreimal zuschlägt, dann könnten wir den noch umhauen. Gucken wir beim Krieger, wie viel Schaden der jetzt mehr macht. Und können auch nebenbei so ein bisschen aufs Leben achten. Also hier sind wir bei fast 2 Millionen. Und beim Leben bei 33,7. Okay, Schaden kriegt er in etwa immer so 2.000 bis 3.000 hinzu. Und Leben, na, so 140.000. Das ist sehr, sehr gut. Geht auch gut hoch. Ja, also Schaden haben wir jetzt in etwa 26.000 mehr. Und Leben, naja, 2 Millionen. Auch gar nicht mal so verkehrt. Und jetzt noch unsere Kunigunde. Mal gucken, ob die. Nee, ich glaube, auf 2,9 Millionen Schaden schaffen wir es nicht. Aber wir sollten die 32 Millionen Leben schaffen wir bestimmt. Ja, da kommen wir sogar noch rüber. Aber 33 Millionen, wir haben noch ein paar Level. Nee, wir kriegen 110.000 Leben hinzu pro Stufe. Das wird, glaube ich, verdammt eng. Nee. Aber mit dem nächsten Level ab. Und das sollte ja morgen kommen. Wenn wir gut auf XP spielen, spätestens Montag. Und dann ist schick. Ein bisschen XP fehlt uns ja natürlich von der Akademie. Da waren es ja sonst am Tag auch noch immer so 8 Millionen, 9 Millionen, die es da hinzugab. Und ist ja auch schon ein bisschen. Und wir haben auch schon lange keine Habitate mehr gelegt. Wenn wir noch eins schaffen, vielleicht das Schattenhabitat morgen, sollte es eigentlich sich ausgehen. Ja, so, dann sind unsere Turmbegleiter jetzt alle auf Maximum. Gucken wir nochmal durch. Ja, können wir alle nicht mehr leveln, sind alle gut ausgestattet. Sollten wir jetzt weitermachen können.
Und ich gehe halt jetzt wirklich erstmal noch auf den Bernd, weil hier Kleinfinger, der ist echt noch, warte mal, wo haben wir das hier gehabt? Noch ein bisschen stärker, wenn wir mal reingucken. Ist ja, sind beides Magier. Das ist erstmal das eine. Der hier hat 5000 mehr Intelligenz, hat eine höhere Stufe, dadurch haben, naja, okay, wir haben so viel Glück, da haben wir trotzdem 50% Crit-Chance. Hat hier allerdings auch 2000 mehr Glück, wodurch er uns natürlich auch öfters crittet. Und das macht sich schon so ein bisschen bemerkbar. Und er natürlich vielleicht auch noch sowieso eine bessere Waffe, mit der er mehr Schaden macht und so. Hat auch nochmal mehr Ausdauer. Warte mal, wo steht hier das Leben? Ich glaube, das war das hier. Also hier fast 30 Millionen mehr Leben. Also von daher, der ist einfach in allen besser. Denn machen wir erstmal den hier platt. Und dann können wir uns an den nächsten Krieger noch versuchen. Und da ist ja wieder das Gute, dass wir da dann auch ausweichen können. Super Ausweichszenen hinlegen. Da könnten wir mal gucken hier. Der hat 14.000 und 177 Millionen Leben. Der nächste dann knappe 2 Millionen. Wie sieht es denn in der Lichtwelt aus? Weil da sitze ich ja auch in Osteros bei dem reitenden Hügelbeet. Da müsste ich dann alleine 95 Millionen wegklopfen. Aber der hat natürlich auch viel mehr Stärke wie der drüben. Also würde ich sagen, müssten wir auf jeden Fall hier in der Schattenwelt erstmal noch, na, mindestens den, vielleicht auch den hier killen, weil hier kommt wieder ein ordentlicher Sprung mit fast 4000 mehr Stärke und 50 Millionen mehr Leben hinzu. Also ich würde mal sagen, wenn wir, also Jan ist ja sowieso immer der Hammer gewesen. Aber wenn wir hier Motu gekillt haben, dann sollten wir es auch schaffen, das reitende Hügelbeet zu packen, weil das ist ja auch vom Level her viel niedriger und macht halt auch nicht so viel Schaden eigentlich, obwohl er recht viel Stärke hat. Aber das ist noch irgendwas, was dann in den nächsten Monaten geht. Also ich gehe mal davon aus, jetzt mache ich erstmal wieder hier meine Pets ein bisschen. Und dann, naja, im Juli. Ich denke mal, im Juli sollten wir den hier packen. Im Juni wird es jetzt auf jeden Fall nichts mehr, aber im Juli, das ist, glaube ich, ein guter Plan. Und dann können wir mal gucken, wie es weitergeht. Ist ja nicht so, als würden wir jetzt gerade auf einem neuen Server irgendwie so W10 anfangen. Und da könnte man ja jeden Tag irgendwie einen Dungeon oder mehrere wegrocken. Können wir mal gucken. Hier habe ich noch so ein bisschen weiter gequestet. Jetzt erstmal ohne groß Sinn und Verstand. Bin jetzt auch wieder in irgendeiner Gilde gelandet, die mich eingeladen hatten. Dabei ist mir einiges aufgefallen. Ich hatte nämlich so einige Gildeneinladungen und viele gingen einfach gar nicht mehr. Da konnte ich dann gar nicht mehr, okay, jetzt bin ich schon in der Gilde, gar nicht mehr beitreten, weil sie es schon zurückgezogen hatten. Und eins fand ich hier recht interessant. Da hat mich hier einer eingeladen wieder in eine Gilde und ist selber jetzt schon wieder in einer anderen. Naja, soll er machen, wer will, der kann. Ja, ich hatte halt auch versucht, hier in die anderen Gilden reinzukommen. Ging alles nicht, weil die jetzt schon die Einladung einfach mal zurückgezogen haben. Die Schlingel. Ah, hier auch schon. Ein Glücksepik. Naja. Und ansonsten sind hier auch schon die ersten in einem Bereich, wo man Pets haben kann. Hier, wenn man hier mal guckt, 29, 28, also XP-Event beim Serverstart zusammen mit Gold ist einfach mal der Hammer. Und wenn man hier so auf die Gilden guckt, da gibt es auch schon welche, die sind gut ausgebaut. Okay, hier schon 50% Bonus und 40% Gold. Also es wird auf jeden Fall. Da gibt es ja noch keine Gilden, die mehr wie 25 Leute haben. Aber hier. Na, gucken wir mal. Na, vielleicht ist bei den meisten erstmal Festung ausbauen noch nicht so die Priorität, weil erstmal die anderen Sachen. Und da kann man ja immer noch rotieren. Die cleveren Leute machen es ja sowieso so, dass sie jetzt erstmal nur Stadtwache machen und dann heute Abend, wenn die Gilde schon ausgebaut ist, dann erst die ganze Alu spielen, also gibt es ja immer noch die ganzen Freaks, die irgendwie Happy Hour machen und jede Quest mit Pilze, aber das wäre mir echt zu teuer. Aber naja, wer will, der kann das machen. Zu teuer, ja. Wie viele Pilze habe ich hier gerade sinnlos rausgeschmissen zum Blättern? Naja, egal. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht mal. Gab ja auch was Schönes. Ja, und genau, was ich noch gucken wollte, wie es jetzt hier eigentlich in der Pet-Ehrenhalle aussieht, da muss es jetzt ja auch schon einige geben. Okay. Also es sind schon welche 29, aber es hat wohl noch keiner hier Pets. Oder es ist noch
Ein Anzeigefehler hatte ich nämlich auch gehört, dass im Forum schon welche gepostet haben, dass sie irgendwie Rang irgendwie 100.000 sind und da ganz alleine verloren und um sie herum keiner ist, aber sie da irgendwie ganz weit abgeschlagen stehen. Aber hier scheint es absolut noch nicht so zu sein, dass da welche Pets gefunden haben. Finde ich aber echt komisch. Wenn man hier irgendwie schon Rang 29 ist, dann sollte man doch schon, oder Stufe, also ab 25, nee, warte mal. Ich Idiot. Ab 25 kann man doch die Festung machen. Und nicht die Dingsbums hier. Die Pets. Von daher müsste hier jetzt schon was sein. Zumindest im Ausbau. Na, jetzt nähern wir uns langsam. Es wird spannend. Ah, hier, die haben alle schon ein Gebäude, weil jedes Gebäude gibt, oder jede Festung gibt ja, glaube ich, also die Festung. Und dann hier mit dem Ausbaupunkt hat er schon irgendwie die Holzfällerhütte fertig. Der hat schon Holzfällerhütte Steinbruch. Holzfällerhütte Steinbruch Arbeiterquartier. Genauso wie hier, weil andere Sachen kann man ja noch nicht bauen mit Stufe 1. Da können wir hier mal reingucken. Weil Arbeiterquartier geht noch, aber die anderen Sachen, hier Mauer und so, die brauchen alle, haben andere Voraussetzungen. Von daher kann man mit Stufe 1 nur die drei Gebäude hier bauen. Da kann man genau sehen, wer was schon gebaut hat. Ja, aber es sind zumindest schon einige dabei, die Festung fleißig spielen. Zum Glück muss ich mir diesen ganzen Stress nicht mehr tun. Das war ja immer was. Nachts noch aufstehen, weil am Anfang irgendwie das Lager, Holzlager hier nur 1 bis 2 Stunden hielt und dann immer Wecker gestellt, dass man da wieder wach wird, um die Ressourcen abzuholen, dass die da nicht rumliegen. Schnell wieder auch noch einen Bauauftrag starten und so. Och, Mann, oh Mann, oh Mann. Und die haben ja jetzt auch noch den Vorteil vom Raritäten-Event. Da kriegen die ja auch noch ordentlich Ressourcenbonus. Ja, die Quest ist schick. Weil das hilft, glaube ich, am Anfang auch noch enorm. Also am Anfang gibt es ja nicht ganz so viel, da hält ja das Lager auch nicht so lange, aber trotzdem, wenn man. Warte mal, können wir mal kurz auf unseren Festungschar gucken. Oh, hä? Oh, hier ist aber was fertig, hier können wir ja bauen. Dann bauen wir hier mal schnell das Ding. Aber selbst hier, wenn ich jetzt hier irgendwie so 75.000 Holz mal Bonus kriegen würde, das wäre ja schon schön, aber hier spiele ich ja keine Alu mehr. Ja, genau, Ritterhalle 15 dauert hier auch noch ein bisschen. Wir müssen ja erstmal unsere Festung hochziehen. Jetzt dauert es erstmal hier noch 14 Tage, bis ich hier Holzfällerhütte und Steinbruch auf die nächste Stufe habe. Und dann müssen wir vielleicht wieder noch ein, zwei Tage warten. Vielleicht ziehe ich ja dann auch ein bisschen mal Verteidigung hoch. Irgendwas Billiges halt und dann kommt die Festung dran. So, hier haben wir. Oh, richtig fett Gold. Das lohnt sich. Da können wir auf jeden Fall auch wieder mal ein bisschen nach Edelstein suchen. Gucken, was wir da so schönes Neues finden. Können wir dann mal morgen schauen. Und vielleicht auch noch ein Item. Nö, bringt alles nichts. Hat uns dann mal wieder jemand angegriffen? Schon ein paar Tage nicht, aber ich würde vielleicht jetzt doch ein bisschen was skillen, weil so viel Gold braucht echt kein Mensch. Was skillen wir am besten? Schaffen wir es hier bis 600 Stärke? Ich glaube nicht. 10 Punkte wären etwa 600 Gold. Naja, wir können ja ruhig. Warte mal, wie viel brauchen wir denn für die nächste Festung? Hier brauchen wir 1400 und Arbeiterquartier kostet 700. Also 2000 Gold sollte ich auf jeden Fall sparen. Ja, das reicht. Weil wenn die hier sehen, 600 Stärke, das schreckt ja vielleicht schon so ein bisschen ab. Und dann hier nochmal 600 Ausdauer. Dann können wir jetzt echt noch ein bisschen was in Glück investieren. Ja, bis auf. Naja, wir brauchen echt nicht so viel Gold. Was kosten die anderen Gebäude hier? Ja, da können wir noch ein bisschen was verskillen. Wir kriegen ja jetzt auch noch wieder ordentlich was. So, wir hauen mal ordentlich hier raus. So, 4000. Naja, bis auf. Oder? Gehen wir noch ein bisschen runter. So, 350 ist eine schöne, abschreckende Summe. Und die Nebenattribute ziehen wir mal auch noch ein bisschen hoch. Na, 150, schauen wir das. Oder geht denn zu viel Gold weg? Oh, und Intelligenz noch ein bisschen ist ja eigentlich noch wichtiger, weil der kann ja nicht ausweichen. Oh, aber hier haben wir, stimmt, hier haben wir noch einen Edelstein drin mit 22. Dann wird es hier schon ein bisschen teurer. Den hören wir hier am besten erstmal auf. Mit Skillen, nicht mit Spielen, keine Sorge. Wir haben ja auch noch zwei Geschick-Edelsteine, die wir zur Not
verkaufen können, wenn wir Gold brauchen. Wir geben die eigentlich, naja, jetzt nicht die Welt. Ja, aber das passt soweit, glaube ich, erstmal. Denn, gucken wir mal in der Gilde. Ja, sind auch fast alle aktiv, ey. Da bin ich ja richtig positiv überrascht. Das finde ich ja echt gut. Ritterhalle. Ja, haben die meisten auch schon gut ausgebaut. Da bin ich echt noch weit hinten. Aber ich habe halt selten Ressourcen übrig. Von daher, naja, ist ja auch nicht so wichtig. Ist ja hier nur so just for fun auf dem Server. Söschen. Hier haben wir, glaube ich, noch einen Kampf offen. Ja, der wird ja jetzt wohl sein Gold hier nicht in Sicherheit gebracht haben beim Gold-Event. Ja, gibt gar kein Gold, selbst für einen Sieg. Wir haben ja immer noch so viel Gold übrig. Dann würde ich sagen, stecken wir mal was in Ausdauer rein. Oder hier wollten wir, glaube ich, nochmal Stärke skillen, wenn wir gegen stärke Gegner kämpfen. Tun wir aber zurzeit nicht, von daher müssen wir es nicht machen. Machen wir mal ein bisschen Ausdauer rein. Das ist mir jetzt echt. Okay, ein Skillpunkt gibt 3000 in etwa. Ist ja ein bisschen was. So, wir skillen mal noch, bis es einen kleinen Sprung gibt. So, da war es jetzt. Dann können wir hier noch den Rest wieder in Geschick machen. Da gibt es auch nochmal 2 Punkte. Sehr schön. Und die nächste Quest ist fertig. Gibt auch nochmal Gold. Oh, ich will gar nicht wissen, wie lange das Video schon geht. Ach, Mann, Mann, Mann. Nehmen wir die Quest. Die ist schön kurz. Gibt ordentlich Kohle. Das passt. So, erstmal wieder ordentlich hinsetzen. Irgendwie rutsche ich hier immer ein bisschen runter. So, jetzt nochmal gucken. Hier steht noch fertig. War das was Wichtiges? Stimmt, unseren Stufe 1 Archer. Stimmt, da habe ich gestern nochmal eine Stunde Stadtwache reingemacht oder zwei, weil ich dachte, die hole ich dann kurz nach 0 Uhr ab. Ja, und wie ihr seht, habe ich da total dran gedacht. ja, nee, hier könnten wir, glaube ich, sowieso nicht spielen, weil die geben echt so viel XP. Aber Glücksrad geht immer. Können ja. 12 Silber. Hauen hier mal so einen Trank weg. Und 54 Silber, sehr schön. Dann können wir auch gleich wieder einen Punkt verskillen in unser Hauptattribut. Sehr schön. Und was wollte ich jetzt machen? Noch einen Kampf. So. Schön gewonnen, passt. Und Stadtwache rein. Ja, vielleicht denke ich ja dran. Wenn nicht, gibt es morgen 7,5 Gold. So, hier haben wir Stadtwache auch gestartet. Auf W10 hatten wir uns alles angeguckt, was wichtig ist. Ja, also mal gucken, wie lange die mich hier drin behalten, bevor sie mich kicken. Ansonsten scheint der Server, wenn man hier mal ganz nach oben schaut, wieder gut durchmischt zu sein. Also man guckt hier so Polen. Auch ein paar Deutsche, aber sehr, sehr viele Polen wieder. Scheint sowieso, okay, hier kommen jetzt die ganzen Deutschen, in Polen sehr stark zu sein mit Shakes and Fidget. Also wenn ich da auch immer mal so bei YouTube irgendwie mal gucke, da gibt es sehr, sehr viele polnischen Let's Player. Finde ich schon toll. Die scheinen das da richtig aktiv zu machen und noch besessener zu sein von dem Spiel wie ich. So. Ah, ein Ring wurde 5 Millionen Gold geben. Allerdings haben wir dann keine Chance auf irgendwas anderes. Nehmen wir lieber die Quest. Ist besser. So, und jetzt nochmal letzte Mal skillen und jetzt gucken wir uns mal hier den Kampf an. 14% haben wir. Morgen sollte der liegen. Also besonders jetzt, wir leveln wie die Weltmeister. Wenn man hier mal guckt, Level up. Hier noch ein Level up. Dann schaffen die Leute jetzt hier irgendwelche Dungeons wieder, schaffen dadurch noch ein Level up. Und halt. Das ganze Skillen sieht man nicht. Also ihr habt ja gesehen, ich habe jetzt irgendwie hier meine Alu hatte ich gespielt. 5 von 10 Bier hatte ich getrunken und hatte irgendwie fast 300 Millionen Gold. Das ist schon ordentlich. So. Dann gucken wir mal, was wir hier heute raushauen. Ich möchte ja mindestens 20 Millionen schaffen. Dafür darf er mir jetzt kein 50 Millionen Crit reinhauen. Nein! Ausdauer! 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 Ich hab's doch gesagt. Mir fehlt Ausdauer. Das sind. Naja, was gab ein Ausdauerding? 3000, also 10, 100, 150, 120 Ausdauer.
die mir da jetzt gefehlt haben, um noch einen Schlag mehr zu machen. Aber hab doch meine. Ui. War doch besser, wie ich dachte. Mensch, Mensch. So, und jetzt geht's aber um die Wurst im Singleportal. 23%. Also hier würde ich ja echt noch gerne warten, aber nee, wir machen. Das ist immer so ein bisschen Sucht. Man will im Video ja auch was zeigen, was spannend ist. Nicht nur sagen, ja, hier, gestern war super spannend. Oh. Wow. Wow. Habt ihr das gesehen? Also irgendwie hat die erstmal richtig fett zugehauen beim Crit und dann irgendwie noch nur so einen läppischen 6 Millionen. Da konnte ich nochmal ordentlich auskellen. Das war cool. 4%. Ich glaube, morgen wird ein guter Tag. Das wird echt nochmal ein spannendes Rennen mit Gildenportal und Gildenportal und Singleportal. Weil hier können ja auch noch einige heute zuklatschen. Also unter 10% sollte der heute noch rutschen, glaube ich, hoffe ich. Oh, eine Erdbeere, sehr schön. Gut, dass wir nicht die Quest mit dem Helm genommen haben, da hätten wir nämlich nichts gekriegt. 100.000 XP gegen 100.000 Gold, dann nehmen wir doch lieber die XP. So, sehr schön. Und Platz haben wir hier auch noch genügend. Hier haben wir auch noch jede Menge Items, die 2,5 Millionen wert sind. Die kommen mal nach oben. Das müssen wir irgendwie so ein bisschen schön sortieren. Und die hier sind alle. Ah, hier ist auch noch was. 2,5 Millionen. Oh, das Ding ist ganz wenig wert. So, dann kommen mal die 2. Nee, die 2 Millionen. Wir machen mal hier die Dinger hin. Und hier kommen die ganzen 2 Millionen Items hin. Und du kommst nachher unten, du wirst zur Not verkauft. Und der Rest kann sich dann hier noch irgendwie dazu gesellen. So, man muss ja immer Übersicht haben, sonst geht's nicht. Jo, jetzt sollte aber wirklich alles durch sein. Von daher 3 Stunden Video. Morgen wird es bestimmt kürzer, aber sorry. Gab halt viel zu tun heute. Ist halt Geburtstagsevent. Bis dann. Tschüss.